Usando l'epistemologia si può conoscere una struttura mit der Erkenntnistheorie wissen können, die Struktur der Welt. Dynamica. Esso coinvolge es ist das dritte Prinzip der Dynamik. Possiamo esprimere es geht um die Aktion und die Aktion genau entgegengesetzt gleich. Ma pensandoci bene, anche meno uno. Wir können als Plus eines ausdrücken und wir können die anderen als Minus eins ausdrücken. Aber denken Sie auch denken. Minus eins führt auch zu vielen und die Negativen in konkrete Maßnahmen. Es löscht alle Realität, die schon vorhatte. Deshalb brauchen wir eigentlich etwas, was schon da ist. Also haben wir tatsächlich aus der Zukunft. Also unsere Realität ist nicht der Vergangenheit an. Wir denken, das ist eine Tatsache. Aber dann ist es nur eine Zeichnung. Es kann getan werden und können in Zukunft bestehen werden. Jedes Design muss der Designer. Jede Zeichnung der Realität ist nicht die Wirklichkeit selber. Lassen Sie uns dann fragen, wie dies möglich ist. Diese Realität kann nur eine Zeichnung. Wir wissen, dass eine Reihe von binären Bestellungen digitale Zeichnungen. Eine passende Software kann die Datei anzuzeigen. Seine Regeln verwandeln sie den Code in das Erscheinungsbild einer Welt. Es sollte dem TV-Bildschirm werden. Und hier zeigt uns die Natur der Dinge in Menschen, in Reden und Ideen. Der einzige Unterschied ist die von uns gegeben. Wir sind in dieser spektakulären Leistung. Unsere Person, nicht nur die Software, sondern auch die Hardware. Aber wir dann unsere Designer. Die Erkenntnistheorie in der Lage, herauszufinden, wer ist unsere Designer? Der Designer verwendet die Richtigkeit der Berechnungen, mit Richtigkeit zu ziehen. Alle Formen, die in unserer Natur eine genaue Struktur basieren auf einer genauen Berechnung. Alle Berechnungen durchgeführt werden. Alle Berechnungen durchgeführt werden. In der binären Welt, wo es plus 1 und minus 1, gibt es all die positiven und negativen. Die Nummer 1 drückt allen Dingen, bringt alles. Die Existenz von 1 in zwei entgegengesetzte Richtungen bedeutet, dass es eine mögliche Berechnung. Dies erklärt eine Welt, wo alles scheint einen Grund zu existieren.